In Nürnberg-Fürth, ich fahre so gern mit dieser U-Bahn. Kostet zwar einen Haufen Geld, aber ich genieße das. Ne? Wenn du da angekommen bist an der Station, dann steigst du aus in Fahrtrichtung und dann siehst diesen prächtigen, stolzen U-Bahn-Kapitän. Und er wartet dann eine Weile, drückt das Knöpfle und dann gehen die Türen zu und er fährt weiter in die dunkle Finsternis rein. Und seit einigen Jahren gibt es jetzt in Nürnberg die sogenannte führerlose U-Bahn und da fahre ich auch wahnsinnig gern. Da kannst ganz vorn, kannst du da hinhaken. Ist ja kein Fahrer und nichts, ist bloß ein Schein. Da siehst du auch die Gleise vor dir in der Unendlichkeit verschwinden. Und manchmal komme ich da hin, da stehen ein paar blöde Kinder da, die keinen Verstand haben halt. Und dann stell ich mich hinter denen und ziehe den Rotz ein wenig auf halt. Und dann sind die sofort verschwunden. Und dann stehe ich von allein wie Captain Ahab halt in die immerwährende Dunkelheit ein. Und was ich mich jetzt frage, wenn da so ein lebendiger U-Bahn-Kapitän anfährt am Bahnsteig und am Nachbargleis kommt diese führerlose U-Bahn, was geht in dem vor? Wenn da irgendeine seelenlose Stimme Befehle irgendwie gibt, die Türen wie mit Geisterhand auf und zugehen, was geht in dem echten U-Bahn-Fahrerkapitän vor? Gibt's eine infamere, gemeinere Art und Weise, als jemanden von seiner vollständigen Überflüssigkeit und Ersetzbarkeit in Kenntnis zu setzen? Und was ich mich auch frage, mit der Bibliothekarin, was geht denn der vor? Früher, da bin ich in die Bibliothek gegangen, hab die Metamorphosen vom Ovid hab ich ausgeliehen, da hat die mich huldvoll gegrüßt halt. Und dann hat sie auf der letzten Seite einen Stempel reingemacht und dann haben wir uns verabschiedet. Und 4 Wochen später bin ich wieder hin und hat sie mich wieder huldvoll gegrüßt, hat nach dem Stempel geschaut und hat mich nochmal angelächelt. Und heute kannst du irgendwie diese scheiß ISBN-Nummer über einen Frigidenscanner schieben halt. Das war's. Und ich frage mich, was geht da in der Bibliothekarin vor, verdammt nochmal. Und das müssen Sie sich auch mal überlegen als Publikum. Glauben Sie, das geht ewig so weiter, dass Sie da hocken und ein bisschen klatschen und lachen? Es wird irgendwann wird es gemessen. Und dann hast du, oh, Sie sind unter der Lachfrequenz, Sie klatschen so wenig. Und dann darfst du so eine Veranstaltung gar nicht mehr besuchen. Da kannst du junge Talente an der Blockflöte kannst du auch hingehen. Und dann, jetzt hört's halt auf, eine blöde Sau da hinten. Und dann hast du irgendwann einen Stuhl, da hockst du da und dann misst du dein Gewicht, ne? Und dann stellt sich raus, der Brillengobel ist eine fette Sau halt. Der darf nicht mehr kommen halt. Jetzt versitzt uns das Gestühl, der fette Hund. Und dann kannst du daheim bleiben und dann schickst du einen Cyborg. Der schaut sich das dann an. Dein Roboter, der schaut sich das für dich an. Und der klatscht optimal, der lacht da an die richtigen Stellen. Und dann am Abend kommt er heim, dann kannst du dann ein Kabel in den Kopf reinstecken und mit dem Laptop verbinden. Und dann schaust du die Vorstellung daheim an. Und dann gehe ich irgendwann einmal am Abend zur Tankstelle und möchte mir ein paar Kippen, möchte ich mir kaufen. Und dann komme ich heim und dann liegt der Cyborg auf der Chaiselongue halt. Und dann sage ich zu meiner Frau, du Entschuldigung, was macht der denn da? Und dann sagt sie, weißt du was, der liegt da. Und was das Schöne ist, er furzt nicht dabei halt. Der kann auch optimal küssen und braucht keine Pause wie ich am Rülpsen halt. Er versteht sich auch gut mit den Kindern. Das wollte ich da eigentlich schon seit einiger Zeit sagen, wir haben keine Verwendung mehr für dich. Adieu. Überlegst du das einmal, wenn der Totenreichstraum des Kapitals zu Ende geträumt ist. Wenn es überhaupt kein variables Kapital mehr braucht, wenn es überhaupt nichts mehr braucht, kein blödes Publikum, kein U-Bahn-Kapitän, keine Bibliothekarin, kein Spaßmacher, wenn es das alles nicht mehr gibt, was ist denn dann? Wofür gibt denn dann das Geld aus? Frisst dann das Geld die Schnitzel oder was? Oder das Geld geht in die Kneipen rein und gibt eine Runde aus? Und dann säuft sich's mit den Cyborgs und die Drohnen säuft sich's dann an oder was? Oder dann fangen irgendwann die Maschinen mit dem Geld zum Ficken an und eine neue Rasse entsteht. Oder vielleicht ist bloß so, dass die Drohnen ein wenig rumhocken und an sich rumwichsen. Und das Geld hockt in der Ecken und geilt sie auf.
Überlegen Sie sich das einmal.